Zuvor jedoch am 17. Februar fällt der Startschuss zur zweiten Halbserie in der DDR-Fußballmeisterschaft. Nach unseren letzten Informationen wird es in unseren Clubs und Gemeinschaften keine wesentlichen personellen Veränderungen geben. Alle bereiten sich intensiv auf die Rückrunde vor, jeder natürlich mit seinen eigenen Wünschen und so hoffen wir auch mit entsprechenden anspruchsvollen Zielstellungen. Ich habe hier auf meinem Sprechertisch eine Reihe von Farbfotos einmal ausgebreitet. Vielleicht schauen wir uns das einmal an. Ich weiß, wie sehr viele Fußballfreunde unter Ihnen an solchen Fotos interessiert sind. Ich kann Ihnen dazu eine erfreuliche Mitteilung machen. Wie wir erfuhren, sind all diese insgesamt 15 Fotos, Auswahl und 14 Oberliga-Clubs, als komplette Mappe in allen Sportartikelgeschäften der DDR erhältlich. Insgesamt stehen 60.000 Mappen zur Verfügung. Preis der Mappe 15 Mark. Natürlich wird diese Mappe nur komplett verkauft, also keine einzelnen Fotos. Unser nächstes Fußballpanorama können Sie dann eine Woche vor dem Saisonstart am 11. Februar sehen.